Oder keine Lust mehr. Doch. Gut. Okay, so, was haben wir hier? Also eigentlich, ich bin immer im falschen Menü hier. Hallo, achso, ich mache hier wieder Wireless für VGA, das geht natürlich nicht. Das, da haben wir es. So. Lösen Sie die folgende Aufgabe grafisch im Smith-Diagramm und vergessen Sie nicht, dieses beizulegen, natürlich, nicht? Tipp, die Aufgabe ist mit Sorgfalt, und das ist eigentlich der Punkt, erheblich leichter zu lösen als mit Kreativität. Das ist der Punkt beim Smith-Diagramm, ne? Sorgfältig und einfach systematisch vorgehen. Nicht versuchen, irgendwelche Abkürzungen zu gehen, weil die in der Regel nicht funktionieren. Ne? Okay, wir haben dieses Schaltbild da. Ein einfacher Serienresonanzkreis im obigen Bild links hat einen Impedanzverlauf des Eingangsreflexionsfaktors Gamma in, der im Smith-Diagramm gezeigt werden soll. Die Werteelemente sind C 20 Picofarad für die Kapazität, natürlich eigentlich mit großem F, und Elga 2 Nanohenry für die Induktivität. Wie groß ist die Resonanzfrequenz? Hat eigentlich erstmal nicht viel hiermit zu tun. Ortskurve zeichnen sollen wir. Genau, und was brauchen wir noch? Dann brauchen wir die Betrachtung Reflexionsfaktor für 200, 500 MHz, die Resonanzfrequenz für 2, für 4 GHz, und eingezeichnet werden soll die. Die Bild rechts gezeigt, liegt nur 50 Ohm Koaxleitung der Länge 10 cm mit Luftfüllung, also kein Verkürzungsfaktor. Zeichnen Sie die resultierende Ortskurve ein und daraus die Filterkurve und die Extrema berechnen. So, das Smith-Diagramm wurde hier beigelegt oder soll da beigelegt sein. Gut, dann legen wir mal los damit. Jetzt muss ich noch ein Smith-Diagramm besorgen. Hier ist eins, umschalten. Und hier muss ich auch mal eben umschalten, damit ich hier vielleicht die ein oder andere Abkürzung gehen kann. Genau, so, also Resonanzfrequenz. Eins durch 2 Pi Wurzel LC, ne? So, geht nur mit Taschenrechner, sind 7,9577 oder 795,777 Megahertz. Ja, es gab mal Zeiten, da hatte ich Taschenrechner komplett verboten. Aus der Zeit stammt diese Aufgabe noch. Da konnte Pi gleich 3 gesetzt werden. Dann würde 833 Megahertz als Resonanzfrequenz rauskommen für Pi gleich 3. Ne? Nur falls da mal in der Lösung einer drüber stolpert. So, zeichnen Sie die Ortskurve der Schaltung in das Smith-Diagramm. Geben Sie die Punkte für sehr niedrige DC und sehr hohe unendliche Frequenz an. Das ist noch so qualitativ relativ einfach. Wir haben ja die Schaltung mit 50 Ohm, also einem Realteil von 50 Ohm. Das heißt, habe ich nicht ein anderes Smith-Diagramm? Das kommt mir so klein vor. Hier ist eins, das ist besser. So. So, also wir befinden uns hier. Also hier kommen wir in eine Resonanz durch. Und wenn wir die Frequenz sehr hoch machen, dann wird der Serien-C sozusagen überbrückt. Und wir haben nur noch das Serien-L, sind also induktiv hier unterwegs. Da, und zwar auf dieser Linie. Mit dem Punkt hier F gleich unendlich,
Und in der anderen Richtung, für die niedrige Frequenz, sind wir kapazitiv unterwegs. Hier mit F gleich 0 und hier haben wir FR. Ne? So. Na, ist ein bisschen doof dahin gezeichnet. Okay, so. Jetzt brauchen wir die einzelnen Frequenzwerte hier, die da abgefragt worden sind. Also 200, 500 F in, machen wir es mal, Megahertz. 200, 500, 795, also FR. Dann hatten wir 2 Gig, glaube ich, einzelne auch. Nee, ne? 2, 1000 und 4000. So. Der Taschenrechner ist das Ding, was wir brauchen. Wir können hier das Z schon mal angeben. Gebe ich das als ZL an. Oder Z-In habe ich es hier angegeben. Z-In in Ohm. Das sind hier einfach 50 plus J0. Das wussten wir. Der Realteil ist immer 50. 50. 50. 50. Und der Rest setzt sich eben zusammen aus dem induktiven und kapazitiven Blindwiderstand. Also minus J37,3. Ich hätte auch die Tafeln richtig putzen können. Minus J9,63. 50 plus J21,2 und plus J, wahrscheinlich das Doppelte etwa, ne, 48,3. So, Z-In Strich, also durch 50 teilen, da kann man natürlich überall die 1 stehen, plus, nee, minus J, plus J, plus J, und ich schreibe hier gerade ab, 0,746, 0,193 und 423966. So. 423 hatten wir hier. So, eine Spalte kommt da gleich noch hin. So, wir können eintragen im Smith-Diagramm. So. 1 minus J0,476. Da ist FR. Nur jetzt hatte ich es natürlich verkehrt gemacht. Und die Werte waren aber ja auch alle noch richtig. Ich muss jetzt hier 7, den hier bei 200, den bei 500, den bei FR, den hatten wir schon, dann den bei 042, das ist der bei 2 Gig. Und bei 0,966, der da bei 4 GHz. So, auch die Beträge des Reflexionsfaktors stimmen. Jo. So, und dann können wir weitermachen. An der Stelle, ja, wie würden Sie jetzt vorgehen mit dem weiteren Drehen? Also nehmen wir den Punkt für 200 MHz raus, den hier. Dann sind wir jetzt erstmal hier, naja, auf einer Gradskala, die
Irgendwo da, ne? Halt, irgendwo da, dass man es auch sehen kann. So, den Punkt jetzt, den müssen wir jetzt weiterdrehen. Und zwar um das, was da angegeben ist, um 0,07 Richtung Generator. Wir befinden uns hier bei 3, 4, 5. So, 0,07 weiter. Ja, weil wir doch in Richtung Generator laufen, in die Richtung. Wir haben doch vorher hier gestanden und laufen jetzt über diese Leitung dichter an den Generator ran, der da links ist. Ja? So, 0,0 weiter, also 0,35 plus 0,07 macht 0,42. Das heißt, wir kommen da raus. So in etwa da. So, mit dem richtigen Betrag. Und sind da bei 200. So, denselben Spaß können wir mit 500 machen. Bei 500 starten wir hier bei ziemlich genau 0,36. Nee, 0,37. Ja, da. So, 0,37. Wir drehen den weiter um 0,17. 0,37 plus 0,17 macht 0,54. Ne? So, das heißt, wir gehen einmal über den Kurzschlusspunkt hier drüber. So, 54. 0,00 ist dann hier, die 0,04 da. So, wir brauchen den richtigen Betrag. Das ist da. Wir kommen also hier raus. Gut, 500. So, der Ursprung bleibt der Ursprung. Wäre also der nächste Punkt, der jetzt hier noch kommen würde. So, jetzt kommt der, glaube ich, wirklich spannende Teil. Die 2 GHz, die müssen wir nämlich drehen. Um 0,67. 0,67 ist einmal komplett rum, weil einmal über Lambda halbe gedreht, plus das 0,17. Ne? So, also, wir brauchen aber einen anderen Anfangspunkt. Der andere Anfangspunkt, den finden wir hier. Das ist die 0,142. 0,142 plus 0,17, so macht 31,2, ne? Richtig? So, 0,31,2 ist hier. Grillt hier einer? Bitte? Ja, ja, irgendwas riecht hier angebrannt. So,
Wir müssen uns nur eins merken, wir sind einmal, haben das Ding einmal komplett rumgedreht. So, wenn wir jetzt anfangen, die Ortskurve zu zeichnen, ich mache das mal eben, dann ist das hier relativ klar. Das ist nämlich die Verbindung. So, dann hätten wir den, den Punkt 800 MHz, da hätten wir uns vielleicht noch überlegen sollen, wie, ja, nehmen wir den doch einfach mal. Bei 800 MHz, wie lang ist da die Welle? Das sind 37 cm, ich schreibe ich nochmal dahin. Das entspricht 0,27. So, was will er uns damit sagen? Er will uns an der Stelle, der Oberschmidt, damit sagen, dass wir ursprünglich mit der höheren Frequenz ja so hier durchgelaufen sind. Ne? Also wenn die Frequenz sich erhöht, laufen wir ziemlich senkrecht durch den Punkt hier durch. So, nun haben wir das aber um Lambda Viertel gedreht. Oder etwas mehr als Lambda Viertel gedreht hier. Den Ursprung. Das heißt also, wir werden nicht mehr so da durchlaufen, sondern, naja, eigentlich genau andersrum dadurch, ne? Denn das, was ursprünglich kurz drüber wäre, liegt jetzt ja genau um Lambda Viertel gedreht drunter. Und das, was ursprünglich kurz drunter wäre, liegt um Lambda Viertel gedreht drüber. Das heißt, wir kommen so einer Drehung im Prinzip hier, so schwer zu zeichnen, dadurch. So, und jetzt können wir uns mit dem 2 GHz Punkt verbinden. Der ist dann da. Sieht jetzt ein bisschen doof aus, aber so kommt es dann raus. Und man sieht hinterher schöner aus, wenn man sich die Musterlösung anguckt. Okay, so, jetzt haben wir noch die Aufgabe, den 4 GHz Punkt da auszurechnen. So, wo kommt der zu liegen? 4 GHz. Da drehen wir nämlich um 1,33, das heißt, wir drehen hier um eine komplette Wellenlänge. Das macht zweimal rum im Smith-Diagramm. Plus 0,33. Wir starten bei halt 4 müssen wir hin, da. Was ist das da? Wir starten hier bei 0,16. 0,16 plus 0,33 macht 0,5. Das heißt, wir kommen hier auf der reellen Achse zu liegen. Das ist auch in Ordnung so. Das wäre jetzt hier genau auf dem 0,4er Punkt. Ziemlich genau auf dem 0,4er Punkt. Da ist der 4 GHz Punkt. So, jetzt liegt die Versuchung ja nahe, sich vom 2 GHz Punkt zum 4 GHz Punkt zu verbinden. Ist aber falsch. Wir müssen noch einmal rum. Einmal. Ja, einmal sind wir ja schon vom 4 und 2 GHz Punkt. Jetzt noch einmal mehr. Ja, insgesamt haben wir den Punkt um 2 gedreht. Aber von dem aus, der hier ist ja schon einmal gekringelt. Reicht es, wenn wir einmal rumlaufen. Ne? Weil der ist ja schon mal. Das heißt, oh, das wird nicht schön. So. So, ne? Also sieht jetzt nicht so schön aus. In der Musterlösung habe ich das etwas schöner hingekriegt, aber auch da ist es nicht ideal. Das heißt, wir haben noch einmal mehr gekringelt hier. Aufgrund dieser Leitung, ne? So, gibt es noch eine Frage hier dazu? So, geben Sie daraus die daraus resultierende Filterkurve an und äußern Sie sich zu dem
Impedanzen in den Frequenzextrema. So, an der Filterkurve hat sich, wenn wir nur den Betrag uns betrachten, nichts geändert, weil wir ja den Abstand im Smith-Diagramm immer gleich gelassen haben. Ne? Wir haben ja nur die Phasen gedreht. So, das Einzige, was wir jetzt haben, was passiert mit den Frequenzextrema? Nun, mit Frequenz 0 schon mal gar nichts, denn der kommt nach wie vor hier aus dem Offenpunkt raus. Ne? So, der Punkt, der läuft natürlich auch irgendwann auf unendlich. Das ist schon richtig, aber nicht direkt, sondern der kringelt sich jetzt immer weiter da bis an den Punkt unendlich rein. Ne? Und bleibt eigentlich hier, je nachdem wie die Frequenz gerade ist, so ein Ding, das da immer rotiert. Also da finden wir irgendwie jeden Phasenpunkt, den wir uns wünschen würden. Ne? Okay. Ja? Mehr muss da nicht kommen. Ach so. Überlege ich gerade. Ja, die haben wir ja schon gemacht. Wir haben ja die Gammas ausgerechnet, ne? Die Gammas waren ja gleich, die hatten wir ja vorher ausgerechnet. Ja, genau. Und die bleiben ja auch gleich. Ja. Kennen Sie, dass wir zeichnen können, ne? Das habe ich jetzt aber hier nicht gemacht. Die Gammas bleiben gleich, weil wir einfach nur die Phasen drin haben, weil die ja. Leitung gleich. Also die Gamma-Beträge bleiben gleich, weil wir eine verlustlose Leitung haben. Ja, und die macht eben nur eine Phasendrehung, nichts anderes. Ja. Hätten wir eine verlustbehaftete Leitung, sähe es schon wieder ganz anders aus. Aber das haben wir ohnehin nicht betrachtet. Gut. Ich würde sagen, hier for the benefit of YouTube nehme ich das nochmal hier raus. Und rechne die Werte nochmal aus, kommen hier auf die wieder die 9, nicht? Den 500er, das da sind 8, sind 20, also Gamma-Betrag in dB, minus 9, minus 20, minus unendlich. Und dann habe ich die anderen Punkte hier noch, wo habe ich die 2G-Punkte hingeschrieben, da. Das sind 13 und der 4er ist hier, das sind 7,5. So, dann haben wir jetzt hier auch die komplette Tabelle noch stehen. Ne? Okay. Soweit so. Also das Verwickelte hier dran war tatsächlich zu erkennen, dass man sich da mehrfach um den Ursprung rumkringelt. Ne? Man hätte das auch einfacher, also man hätte die Aufgabe auch einfacher machen können mit einer kürzeren Leitung, nicht? Dann wäre das nicht passiert. Aber zu den Kringeln nochmal, die sind einfach aus Erfahrung und aus dem Handgelenk. Aus Erfahrung, ja. Nee. Aus dem Handgelenk ist richtiger als aus Erfahrung. Nee, Sie können sich das ja überlegen. Ich habe jetzt ja keine Schnittpunkte mehr ausgerechnet. Bitte? Ich habe jetzt ja keine weiteren Schnittpunkte mit der Realachse ausgerechnet. Nee, habe ich tatsächlich nicht ausgerechnet. Aber ich bin ja hier vorgegangen, habe hier erstmal die. Also der 200er ist ja einfach, der wird wenig gedreht, der 500er ist ebenso. Die können wir einfach verbinden. Jetzt wissen wir, den 200er, ja, nehmen Sie sich einen Faden im Prinzip, ne? Also wenn Sie das Ding jetzt an einen Faden angelegt hätten, dann würden Sie sehen, dass Sie einmal rumgegangen sind, um dann auf den 200er-Punkt zu kommen. Ne? So, jetzt müssen Sie diesen Faden nur so ein bisschen auseinandernehmen. Hat einer einen Bindfaden dabei? Na ja, haben wir ja hier. Ja? Bitte? So, das ist... Jetzt brauche ich natürlich, eigentlich brauche ich, so, jetzt haben wir den 200er. Den haben wir einmal komplett gedreht.
So. Und dann sind wir bis zum Dings gelaufen. Sehen Sie es? So, bis zu 2 Gigahertz, bis zu 2 Gigapunkt gelaufen. So, da sieht man gar nichts, ne? Ja, aber ich verstehe das Prinzip. Alles klar. Okay, wissen wir jetzt auch, was nicht geht. Also das von oben drauf hat man nichts. Und beim Vierer ist eben noch einmal mehr rum, ne? Also diese Vorstellung müsste man jetzt haben, man würde sich das eben als Gummi vorstellen da, diese Ortskurve, und die wird eben komplett gedreht. Das ist die einfachste Vorstellung, ne? Okay. So. Wollt ihr noch eine Aufgabe? Oder lieber was komplett anderes? Bitte? Oh, habe ich keine Lust zu heute. Dann würde ich gerne Reflexionsaufgaben machen. Signalfluss, genau. Ja, das, also gut, wir machen sowieso noch mehr Aufgaben, ne? Aber Signalflussgrafen kann ich Ihnen. Wollen Sie eine von den Aufgaben? Ja, also keine Smith-Diagramm-Aufgabe mehr. Gut. Das ist sehr schön. Also ich habe da noch eine sehr schöne, die ich aber erst später mal vorrechne. Okay, so, Signalflussgrafen. Das ist auch eine alte Klausuraufgabe gewesen. Okay, und die ist auch einigermaßen einfach, wobei ich gerade sehe, hier ist schon ein Fehler drin, das A gehört dahin. Ne? Aber wahrscheinlich haben sie den Gedanken alle dahin gemacht. So, die Messung eines Zweipols Rho L soll mittels eines einfachen Aufbaus aus Generator und eingebautem Detektor und einer Leitung geschehen. Generator und Detektor haben einen Reflexionsfaktor Rho G da. Die Leitung wird durch die Streumatrix S und so weiter beschrieben. Der Signalflussgraph der Anordnung ist gegeben. Also haben Sie hier diese S-Parameter-Matrix da im Prinzip da drin, die umgesetzt wurde hier in Signalflussgraphen. Hier haben Sie das Rho L, hier haben Sie das Rho G, das A gehört dahin. Denn wenn das A hier fest ist, dann ist der Punkt ja schon gegeben. Aber das ist er nicht, das ist die hinlaufende Welle nur, ne? Ja, und? Was sollen wir machen? Achso, steht noch gar nicht, was wir machen sollen, ne? Berechnen Sie das Verhältnis B durch A. Und zwar, ja, legen wir los. Hier haben wir A. Rho G. Den Punkt können wir B nennen oder eben auch hier ausführen. Das ist dann egal an der Stelle. So, hier haben wir S11, S21. Und jetzt fange ich schon mit der ersten Vereinfachung an. Wir haben hier das Rho L. So, und hier S12 und brauchen noch die Rückkoppelschleife. Die zeichne ich hier zunächst mal einfach nur rein. Die ist nämlich hier mit einem Rückkoppelfaktor von S22 mal Rho L. So. Ja? Ja. Also, nächste Vereinfachung. A, Rho G, B, S11. Sie müssen nicht immer alles zeichnen. Ich mache es jetzt mal einmal und dann demnächst auch wahrscheinlich nur noch die Sachen, die dann spannend sind. Ne? So, dann haben wir hier eine große Schleife, die wir zusammenfassen können, und das ist S21, S12 Rho L durch 1 minus S22 Rho L, weil hier die Rückkoppelschleife aufgelöst wurde, was ja als Regel für Sie definiert ist und ich jetzt auch nicht nochmal herleiten muss, denke ich, glaube ich, bin ich mir sicher. Okay, nächste Vereinfachungsschritt ist dann der A, B, zack, S11 plus S21, S12 Rho L durch 1 minus S22 Rho L. Einfach die beiden Zweige addiert. Wir haben weiterhin das Rho G hier. Diesen Rho G-Punkt, den kann ich als Rückkopplung auch da oben noch wieder hinschieben.
so dass dann wohl lang wir letztlich haben A auf B und zwar mit S11 plus S21 S12 Rho L durch 1 minus S22 Rho L durch 1 minus die gesamte Schleifenverstärkung hier, ne? Das ist Rho G S11 minus S21 S12 Rho L Rho G durch 1 minus S22 Rho L. Doppelbrüche habe ich noch nie gemocht, das wissen Sie. Also ist B zu A gleich S11 minus S11 S22 Rho L plus S21 S12 Rho L ist das jeweils durch 1 minus S22 Rho L minus S11 Rho G plus S11 S22 Rho L Rho G minus S21 S12 Rho L Rho G. Ja, ist eine Menge Schreiberei, ne? Da steht es nochmal. Ja, gern. Genau. Ist das wegen dieser Vektorrechnung, dass ich immer nur das da auch von der Seitenrechnung her? Nee, Sie müssen, also Sie können das auch anders machen. Sie müssen aber das Rho G dann über beide Zweige rüberschieben, ja, ne? Also das könnte man auch machen. Dann hätte man eben aus dem Rho G hier zwei parallele Zweige gemacht, was ja letztlich nichts anderes ist als das, was wir hier mit dem Pluszeichen machen, ne? Also das ginge schon, macht es nicht einfacher. Ja? Die grundsätzliche Regel ist immer von hinten nach vorne rechnen. Diese Richtung, ne? So, unter der Voraussetzung, dass S11 gleich S22 gleich 0 ist, also das ist eine ideale Leitung da, bestimmen Sie die Reflexion der Last, Rho L, abhängig von B durch A. Wenn Sie Ihrem Ergebnis aus A nicht trauen, wiederholen Sie A mit dieser Vereinfachung. Wollen wir das nochmal mit der Vereinfachung machen oder können wir auch mit der Formel machen, oder? Nee, da passt auch die Lösung nicht zur Aufgabe. Das erklärt es, glaube ich. Ja, ja. Das ist, glaube ich, dann die Lösung. Da sind D und da sind D und B vertauscht als Lösung. Das ist in der Musterlösung passiert. Okay, aber das müssen wir hier nicht machen. Also wir haben im Prinzip, aber wir können ja mal kurz hier durchgehen. Was wir nicht mehr haben. Wir haben das hier nicht mehr, ne? Und wir haben das hier nicht mehr. Es bleibt also hier, geht das weg und das weg. Richtig. Dann geht hier das weg und das weg. Oh, das ist cool. Und dann geht das weg und das weg und das weg. Und das weg. Ja? Und damit ist das hier neu hinzuschreiben, denn das kriege ich jetzt einfach nicht mehr gelöst. Das sind dann nämlich S21, S12, Rho L durch 1 minus S21, S12, Rho L, Rho G.
So, geben Sie aus dem Ergebnis bla 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 die Korrekturfaktoren an. Das heißt, wir müssen diese Formel einmal umstellen. Und zwar müssen wir das Rho L, wollten wir ja haben, ausrechnen. Das arbeitet jetzt. Na gut, und ich habe nur so wenig Tafel. Aber egal, kriegen das schon hin. So. B durch A minus B durch A mal S21, S12, Rho L, Rho G gleich S21, S12, Rho L. Alle Rho Ls auf die gleiche Seite. Dann B durch A gleich Rho L mal S21, S12, das haben Sie alle. 1 plus Rho G mal B durch A aufgelöst ergibt es dann Rho L gleich B durch A durch S21, S12 mal 1 plus Rho G B durch A. Die Koeffizienten anzugeben, also es gibt verschiedene Varianten, die jetzt anzugeben, selbstverständlich. Also wäre das große A, ich gebe es mal an als 1 durch S21, S12, das große B gleich 0, dann bleibt für das C Rho G und für das D die 1. Nicht? Oder doch? Also ich habe das einfach rausgezogen. Also Sie haben natürlich hier Freiheitsgrade, ne? Wie Sie es angeben können. So, bitte. Nee, das habe ich ja schon ins A gepackt. Ne? Das, also ja, wenn ich das A als 1 angegeben hätte, dann hätten Sie recht. Ich habe das anders gemacht. So, die Leitung beschrieben durch die S-Parameter, durch die Parameter S muss nun voll berücksichtigt werden. Jedoch verschwindet der Reflexionsfaktor des Generators Rho G. Geben Sie B durch A und Rho L an. Jo, okay. Geht der Spaß nochmal von vorne los. Machen wir das mal weg. Läuft? Ja, ne? Ja, ist gut. Müssen eventuell da die sind, ist zum Teil festgeschraubt, müssen einfach losdrehen. Ne? So, ich mache den S, den A, B, Rho G war jetzt weg. Wir haben also hier S11 und haben hier hinter, die Schleife bleibt die gleiche, die schreibe ich einfach aus dem Gedächtnis nochmal wieder hin. S12, S21, Rho L durch 1 minus S22, Rho L. Ne? Ja? Okay, insgesamt kommt also raus, B zu A ist gleich S11 plus S12, S21, Rho L durch 1 minus S22, Rho L. Und das Ganze können wir jetzt noch wieder auflösen nach Rho L. Ehrlich zu sein, habe ich jetzt nicht viel Lust dazu, aber okay, ich mach's mal. Nö. Ich mach's nicht. Ja, das ist jetzt ein bisschen rumgerechnet, ne? Noch einen? Da habe ich es richtig gemacht. Kann ich jetzt die andere Seite auch benutzen? Ist beides drin, oder? Ja, das ist noch ein Stück drin. Ich könnte vorher einmal noch so ein Bild von der Ding einblenden, von der Aufgabe.
Ah, das ist mir zu viel Aufwand. Dann können Sie schneiden. Okay, ja. So, drehen Sie es doch einmal gerade auf die Aufgabe. Dann haben wir es doch. So, mit Hilfe eines Leistungsteilers wird ein balancierter Eingangsverstärker, oder kann man viel dran lernen, aufgebaut. Der Signalflussgraph ist gegeben. Die Verstärkerstufen sind als Reflexionen Gamma L und Gamma 1 und 2 gekennzeichnet. Die Stufen sind identisch aufgebaut und daher sind Gamma L1 und Gamma L2 fast gleich. So. Das da. Ne? Das ist hier dieser Leistungsteiler, der hier über diese S-Parameter-Matrix mit bis zu S3,3 gegeben ist. Was wir nicht drin haben, wären Verkopplungen vom Tor 3 zum Tor 2. Die haben wir uns gleich geschenkt. Nicht? Also das ist gleich eine Idealisierung, die wir rausgenommen haben, sondern wir gehen nur davon aus, dass die Generatorleistung verteilt wird und es hier keine Kopplungen gibt. So, insofern eine kleine Idealisierung. Okay, jetzt können wir... So, da steht, gibt es gleich den Tipp hier. Also das sind Spezialfälle. Und das hier ist der allgemeine Fall. Berechnen Sie das Verhältnis für den oben genannten Signalflussgraphen allgemein. Fangen wir mal mit dem an und dann fallen die anderen Fälle ab. Oder ist Ihnen das der Schritt zu groß? Nee, ne? Gut. Dann arbeiten wir damit. Ich lege mir das Bild hier mal wieder hin. So, und jetzt, kann ich das jetzt nehmen hier? Gut, dann. A, B, dann haben wir Gamma G. Den da, das S11 male ich mir auch noch wieder hier hin. Und den Rest, den kann ich im Prinzip aus dem Gedächtnis und aus dem, was ich in der letzten Aufgabe schon gerechnet habe, einfach hinschreiben. Das ist nämlich eigentlich nur einmal dieser Zweig hier mit, ja, was haben wir in der Schleife drin? Das ist S21, S12, Gamma L1 und dann noch den Rückkoppelpfad da, S22, Gamma L1, also S21, S12, Gamma L2 durch 1 minus S22, Gamma L2 und genau parallel dazu, male ich mal hier innen rein, das ist einfacher, haben wir den für den Dreierpfad, das ist S31, S13, Gamma L, wieso habe ich das Gamma L2 genannt, das ist doch 1, Gamma L2 durch 1 minus S3, Gamma L2. So, wir haben drei parallele Pfade hier und dann noch dieses Rückkoppelteil da. Das macht es auch nicht einfacher, ne? Machen wir erstmal den kompletten Pfad hier auf. Also ist das Gamma G, die A's und die B's. Könnte man noch Pfeile dran machen. Und wir haben hier den Pfad S11 plus S21, S12, Gamma L1 durch 1 minus S22, Gamma L1 minus S31, S13, Gamma L2 durch 1 minus S33, Gamma L2. Okay. Jetzt kommt noch das mit dem Rückkoppelpfad. Ich nenne das hier einfach mal A, sodass im Endeffekt hier bleibt B durch A ist gleich A durch 1 minus Gamma G mal A, ne? Weil wir das falsch gemacht haben. Deswegen. So, gucken, habe ich das komplett ausgeschrieben, denn in der Musterlösung
Da habe ich es komplett ausgeschrieben. Ja, machen wir es einfach mal. Ja, so geht das bei dem Programm. Ist gleich. So, jetzt wird's spannend. S11 minus S11 S22 Gamma L minus S11 S33 Gamma 2 plus S11 S22 S33 Gamma L1 Gamma L2 O plus S21 S12 Gamma L1 plus das wird mir irgendwie zu lang. Nee, es macht keinen Sinn, das schreiben wir nicht aus. Gut, sondern jetzt nehmen wir mal die Spezialfälle hier. Wir können nämlich schon mal für beide Fälle A und B ansetzen. S11, S22, 3, 3 gleich 0. Mit S22 gleich S11 gleich S33 gleich 0. Ist das weg, das weg, das weg. Wird dann nämlich A gleich S21, S12, Gamma L1 plus S31, S13, Gamma L2. Und jetzt bauen wir noch hier das von A und B als Spezialisierung ein. Also ich rechne schon mal gar nicht weiter. Genau. Teile A und B. Jetzt machen wir nur mal Teil A. Da ist nämlich S12 gleich S21 gleich 1 durch Wurzel 2 und S31 gleich S13 gleich J durch Wurzel 2, was unmittelbar dazu führt, dass S12 mal S21 gleich 1/2 ist. Und das ist das Tolle daran. Und S13 mal S31 gleich minus 1/2. Sodass dann A wird zu da 1/2 mal Gamma L1 minus 1/2 Gamma L2. Ne? So, und jetzt schreibe ich das mal hin für den Aufgabenteil A, nämlich dann kommt daraus B zu A ist gleich, hier 1/2 davor schreiben, mal Gamma L1 minus Gamma L2 durch 1, machen wir mal 2 draus, dann können wir das nämlich auch wegmachen, minus Gamma G mal, und jetzt haben wir nochmal das gleiche, Gamma L1 minus Gamma L2, ne? So, machen wir den Aufgabenteil B. Da haben wir S12 gleich S21 gleich 1 durch Wurzel 2 wieder, aber S31 gleich S13 gleich minus 1 durch Wurzel 2, sodass S12 mal S21 gleich S31 mal S13 gleich in jedem Fall 1/2 ist. Nicht wahr? So, wir können das A wieder angeben. In dem Fall ist A nämlich gleich 1/2 Gamma L1 plus
Gamma L2 und B zu A ist gleich Gamma L1 plus Gamma L2 durch 2 minus Gamma G mal Gamma L1 plus Gamma L2. Was wollen uns diese Formeln sagen? Bitte? So. Das muss reichen, oder? Ach so. Naja, die Bewertung stammt, ist nämlich in D jetzt drin. Denn welche Variante A oder B würden Sie wählen, um einen balancierten Verstärker mit möglichst geringer Eingangsreflexion aufzubauen? Also wenn Sie das mal in realen Bauteilen sehen würden, dann sind Gamma L1 und Gamma L2 sind Gate bzw. Basis vom Transistor. Und zwar von gleichen Transistoren. Also so wird man das in der Realität aufbauen wollen oder anwenden. So, in Variante A taucht genau der Unterschied, also ist die Gesamtreflexion, im Wesentlichen der Unterschied zwischen den beiden Reflexionen. Wenn wir gleiche Transistoren haben, die eigentlich gleich angesteuert werden, bla 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 und so weiter, dann sollten die auch den gleichen Eingangsreflexionsfaktor haben. Das heißt also, Gamma L1 ist etwa gleich Gamma L2. Das heißt, sie haben eine perfekte Anpassung im Fall A. Ne? Im Fall B aber nicht. Im Fall B kriegen Sie im Prinzip den Mittelwert der Reflexionsfaktoren raus. Und das ist die Aufgabe, der Aufgabenteil D. D, man würde Variante A mit 90 Grad Koppler verwenden, da dort die Gesamtreflexion verschwindet. So, durch einen Fehlerfall fällt der Verstärker 1 aus, wodurch nun Gamma L1 gleich 1 gilt. Die anderen relevanten Werte betragen Gamma L2 gleich minus 10 dB und Gamma G betragen gleich minus 20 dB. Beide Werte im linearen Maßstab sind reell und positiv. Ja gut, das macht es einfach, ne? Berechnen Sie die Reflexion in den Fällen A und B und in diesem Fehlerfall. Also, kriege ich das hier unten noch hin? Eventuell zumindest Anfänge. Nee, kriege ich da nicht hin. Okay, so. Wir haben Gamma L1 gleich 1, Gamma L2 gleich ja, aber ich brauche es ja in linear, ne? Danke. Ich brauche die Amplitude. Also im Prinzip den Spannungsreflexionsfaktor oder den Wellenreflexionsfaktor, nicht den für die Leistung. Also ist es Wurzel ein Zehntel. Und Wurzel ein Zehntel ist 0,316. Also fast Pi. Also Pi Zehntel. Und das ist übrigens Gamma L2. Und was hatte ich jetzt noch? Und Gamma G, da hatten Sie jetzt recht. Gamma G ist gleich 0,1.
Na gut, wir können einsetzen in A. In Fall A kriegen wir hier für ohne Fehler ist B zu A gleich 0. Mit Fehler ist B zu A gleich 1 minus 0,316 durch 2 minus 0,1 mal 1 minus 0,316. Und ich bitte mal einen Taschenrechner, das gerade auszurechnen. Dann kann ich nämlich weitermachen mit B. Ohne Fehler ist B zu A gleich 0,632 durch 2 minus 0,0632. Könnte mir auch mal jemand ausrechnen. Und mit Fehler ist B zu A gleich 1,316 durch 2 minus 0,1316. Auch da brauche ich das Ergebnis mal. 2 ist 0,3. Ach so, okay. Der erste war 0,35. Okay. Und das ist eine ganze Menge jetzt, ne? 0,6 und ein bisschen. Oder 7 sogar. 0,7. So. Eine schöne Aufgabe. Oder nicht? Doch, ne? Ja, diese Aufgabe, also die Geschichte zur Aufgabe stimmt eigentlich nicht. Die Aufgabe als solche, naja, kann man so machen, ne? Wir haben diesen einen Rückkoppelzweig C da oben. Überlege gerade, ob ich die machen will. Naja, setzen wir. Ja, also gucken wir uns die an, berechnen Sie das Verhältnis Rho E gleich B durch A, setzen Sie dazu zunächst C gleich 0, müssen wir das nochmal machen, weil das ist eigentlich der Standard, ne? Den haben wir auch schon zwei, dreimal eigentlich gerechnet. So, berechnen Sie das Verhältnis Rho E gleich B durch A unter Berücksichtigung aller angegebenen Größen, also mit dem C, und das ist ein bisschen tricky. Weil nämlich, ich kann es auch da vorne machen, dieses S 2,1 da oder diese Rückkoppelschleifen da ineinander greifen. Ne? Ich male mal eine erste Vereinfachung hin. Zum Glück haben wir ja kein halt S11 genau unten.
S 2, 1 und hier haben wir das C und hier hätten wir den ganzen Pfad hier Rho L S 1, 2, soweit so schön und hier haben wir jetzt noch den Rückkoppelzweig hier mit S 2, 2 Rho L, ne? So, wie müssen wir den jetzt auflösen? Genau. Ja, also den Kringel hier müssen wir auf den S21 beziehen. Das kann man nur auch falsch machen, wenn man ihn nämlich zum Beispiel auf den da hinten bezieht. Ne? Aber das war ja auch nicht die Regel. Wir haben das zwar immer sehr lose angewandt bislang nur. So, und jetzt müssen wir den hier noch zurückkoppeln. Und jetzt können wir hier die Schleife auch auflösen. Ne? Ja, genau. Jetzt können wir da genau wieder einen Kringel draus machen, ne? Aber erst mit, ja, wird nicht schöner, ne? So war mit Doppelbruch. Aber erst da. Also jetzt hier an der Stelle schon zu sagen, oder an dieser Stelle schon zu sagen, wir klappen das, diesen Kringel hoch, wäre eben falsch gewesen, ne? So, und jetzt können wir das tun. A, B, S1, 1. Ich male den Kringel hier hin, dann haben wir hier C, S, nicht S, C, S, 2, 1 durch 1 minus S, 2, 2, Rho L. Und dann können wir hier den Komplettkringel malen, der dann da beinhaltet S, 2, 1, S, 1, 2, Rho L durch 1 minus S, 2, 2, Rho L. Jetzt können wir den Kringel hier auch auflösen, der geht hier vorne rein, nämlich weil er auch den S, 1, 1 Knoten noch speist, ne? Also hätten wir hier eins durch eins minus C zwei eins durch C S zwei eins durch eins minus S zwei zwei Rho L. Und dann geht es hier komplett rum mit S11 plus S21 S12 Rho L durch 1 minus S22 Rho L. So, das ist lösbar als B durch A gleich. Das Schöne ist, dass der Doppelbruch sich jetzt quasi von alleine auflöst. Ne? Tut er das? Ja, so ein bisschen. Also, ich würde das hier jetzt komplett erstmal erweitern. Dann habe ich hier nämlich S11 minus S11 S22 Rho L plus S21 S12 Rho L. Ist das alles richtig? Ja, ne? Durch. Und dann schiebe ich es da unten rein. 1 minus S22 Rho L plus C S21 S22 Rho L. So. Irgendwas gefällt mir nicht. Nee, das ist aber, hat aber nichts zu sagen.
passt aber, das ist auch richtig. Ja, doch. Ich gucke mal kurz in die Musterlösung rein. Unterscheidet sich erst im letzten Schritt. Bitte? Unterscheidet sich erst im letzten Schritt. Also bis dahin ist alles identisch. Ja, da habe ich aber auch hier einen Fehler gemacht. Das ist ja ein rein, also das hat sich ja eigentlich gerade weggekürzt. Das stimmt nämlich nicht hier. Das gehört da nicht hin. So. Ne? Also das, ich muss ja nicht zweimal rein, also das ist, kürzt sich ja weg hier. Ne? Deswegen. Bitte? Das ist plus, weil minus sein muss. So, jetzt sind wir aber zufrieden, ne? Auch ein schöner Satz, das ist Plus, weil es Minus ist. Ja, gut. Okay, was wollte ich jetzt wegmachen? Ich wollte diese Rückkopplung da unten wegmachen, ne? Ich glaube, die Aufgabe ist nicht so richtig schön formuliert. Halt, falsche Taste, die ist es gewesen. So, geben Sie Beziehungen, die Rückkopplung durch S1,2 vorhanden kompensieren soll. Also das da wollte ich eigentlich wegmachen. Also das hier soll 0 ergeben und dann folgt daraus eben, wie groß C sein muss. Und dann ist C gleich minus Rho L S2,2 durch S2,1. Damit bin ich unten diese Rückkopplung losgeworden. Gut. Kann man das passiv realisieren? Ja, warum nicht, ne? Also die Frage ist, ob man so anschließen kann. Das ist eigentlich das Unschöne an der Aufgabe, nicht? Kann man also wirklich so einen Zweig so bauen, der genau so eine Rückkopplung da über so ein S2,1 zurückschafft. Nicht, dass man da die Leistung abnimmt und dann vorne wieder einkoppelt. Ist das überhaupt möglich? Aber das hier wäre, S2,1 ist normalerweise relativ groß, S2,2 ist kleiner als 1, Rho L ist auch kleiner als 1, sodass dann C rauskommt, was kleiner als 1 ist. Und das wäre realisierbar, darauf kommt es ja an. Ne? Also mit passiven Elementen. Ne? So, ich würde sagen, da machen wir Schluss. Jetzt, wenn die Mensa kommen.